Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Samstag und ein neuer Tag beginnt. Es ist jetzt 7.20 Uhr und wir werden ja eigentlich immer so um diese Uhrzeit wach. In der Woche noch ein bisschen früher. Die kleine Maus ist dann meistens schon putzmunter. Und ich finde das so niedlich, wie sie gerade morgens mit ihren wuschtigen Haaren aussieht. Dann geht's ab ins Bett. Nochmal eine ausgiebige Runde kuscheln und spielen. Gerade am Wochenende machen wir das total gerne. Dann geht es für mich ins Bad, mich erstmal frisch machen, das Gesicht waschen. Ich teste jetzt übrigens seit einiger Zeit die neue Zahnbürste von Dr. Best, die Dr. Best Vibration Multi-Expert Zahnbürste. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Also ich finde die richtig gut, es macht echt Spaß. Und gerade wie Muttis, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, ja, ich mache meistens während des Zähneputzens echt viele Dinge gleichzeitig. Heute in dem Fall das Outfit für die kleine Ella raussuchen. Und apropos, ihr könnt unter dem Hashtag BestMultitalent von Dr. Best ganz tolle Sachen gewinnen. Was genau, schreibe ich euch auch nochmal in meine Infobox und verlinke das. Seid ihr eigentlich fürs Kaffeekochen zuständig oder machen das eure Männer? Also bei uns ist das schon meistens so, dass ich den Kaffee aufsetze und Jens entweder noch schläft oder mit Ella spielt. Ja, und wenn er dann runterkommt, dann ist alles fix und fertig. Toll, ich würde auch gerne mal, dass er mir den Kaffee macht und ans Bett bringt. Zum Frühstück gibt es bei uns heute Bananen-Blaubeer-Pancakes. Die liebt Ella über alles. Die gehen auch richtig fix und sind auch noch gesund. Braucht einfach zwei Bananen, Haferflocken, Dinkelmehl, zwei Eier und einen Schuss Milch. Ich packe die ganzen Zutaten dann alle in den Mixer. Das geht dann ganz schnell. Zum Anbraten verwende ich Kokosöl. Es hat dann auch so eine leichte Kokosnote, die Pancakes, und ist auch sehr gesund. Und Mutti gönnt sich erstmal zwischendurch ein Käffchen. Während ich die Pancakes vorbereite und es alles schön vor sich her brutzelt, spielt Jens mit der kleinen Ella. Wir haben jetzt auch neue Kinderbücher besorgt. Da kann sie die Tierchen so hin und her schieben, das findet sie auch ganz toll. Vielleicht habt ihr auch einen Buchtipp für mich, da wäre ich sehr dankbar. Kleine Maus ist ja jetzt knapp über ein Jahr alt. Vielleicht habt ihr ja da was, was eure Mäuse ganz gerne sich anschauen. Ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen, wir haben unsere Küche neu gemacht und haben jetzt bei den Küchentresen eine größere Arbeitsplatte installiert und das ist dann gleichzeitig unser Esstisch und dann sitzen wir da alle ganz gemütlich und frühstücken. So,
Für uns geht es jetzt in den Supermarkt, unseren wöchentlichen Einkauf erledigen. Danach gehen wir vielleicht noch auf den Spielplatz, mal gucken, weil das Wetter, das ist ja richtig mega heute. Euch wünsche ich aber jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Sonntag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre ein Daumen hoch total toll. Würde ich mich riesig drüber freuen. Macht's gut. Ich hab euch lieb.